Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Phoenix Wright Ace Attorney. Adieu und Wanne, der zweite Tag. Wir stellen Ermittlungen. 26. Dezember, Strafanstalt, Besucherraum. Maya. Hey, Nick, schön, dass du da bist. Ich bin froh, dass Herr Edgeworth den Tag gut überstanden hat. Das ist ein Trost. Hey. Warum hast du das überhaupt gemacht? Ich weiß nicht. Ich wusste nur, dass ich irgendetwas tun muss. Ich weiß, dass ich nicht die Anwältin bin, die meine Schwester mal war. Tut mir leid. Nun, du hast den Prozess gerettet. Benimm dich von nun an einfach okay. Okay. So, wir reden nochmal mit Maya ein bisschen. Frage. Würdest du schon verhört? Nein, noch nicht. Inspektor Gamschow war gerade hier. Er sagte, dass dies hier erstes Vergehen ist. Ach, komm, wir reden mit Gamschow in diesem Fall. Da dies hier erstes Vergehen ist, werden wir sie nach dem Fall gehen lassen. Puh. Ach, und er wollte, dass ich die Kaution beschaffe. Du kannst sie doch für mich bezahlen, okay? Hä? Wie viel? Ich weiß nicht, ich glaube, sie werden hier eine Richtung schicken oder so. Warum habe ich nur immer fette Geldbinde vor Auge, wenn ich Kaution höre? Mia selbst. Vielleicht mit Mia Glück gehabt? Leider nicht. Ich kann sie überhaupt nicht erreichen. Ich hab's versucht, echt. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ich glaube, ich hätte wohl mein Training nicht unterbrechen dürfen. Klingt so, als hätte sie tatsächlich alles versucht. Ich sollte mal prüfen, ob es in der Gegend noch nicht noch... Boah, wieso fällt mir das heute so schwer? Ich sollte mal prüfen, ob es hier in der Gegend nicht doch Wasserfälle gibt. Ich frage mich ab. Ich frage mich, ob ich meine Schwester jemals wieder sehe. Sollen wir noch was präsentieren, bevor wir... Ich glaube, wir gehen besser. Kriminalabteilung. 26. Dezember, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Inspektor Gamschow ist nicht da. Gamschow ist heute nicht mal am Tatort. Hä? Ach, tatsächlich? Dem sind die Sicherungen durchgeknallt. Hätte sich mit dem Chef gezopft, weil er sich nicht an die Absprache gehalten hat. Nicht an die Absprache gehalten? Ich wette, er wollte den nicht dabei helfen, einen Fall gegen Edward aufzubauen. Dann bewegen wir uns wieder zur Strafanstalt zurück. Können wir denn nämlich jetzt... Müssen wir die nochmal fragen, bevor wir was machen? Ey, haben wir schon alles gemacht? Untersuchen auch nichts. Da präsentieren wir mal das Profil ihrer Mutter. Meine Mutter. Jetzt, wo ich ihr das Foto gezeigt habe, bezweifle ich, dass es richtig war. Nein, ich bin mir sogar ganz sicher, dass es falsch war. Okay. Nehmen wir mal Lottas Aussage. Tut mir leid, mir fällt leider nicht mehr ein. Okay, dann bewegen wir uns mal zum Gaunsee. Und lass mal einfach Mia letzte Ruhe. Du kannst dort, da bleibst du jetzt. Am 26. Dezember Gaunsee Park Eingang. Hier laufen wenig Polizisten rum als gestern, aber es sind noch immer welche im Park. Ich frage mich, ob Inspektor Gamschow heute hier ist. Dann gehen wir mal Strand am Gaunsee. 26. Dezember, Gaunsee, öffentlicher Strand. Hab Larry heute auch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er ein sündhaft teures Date mit seiner bezaubernden Kisan, irgendwas wie sie heißt. Dann gehen wir mal kurz zum Wald am Gaunsee. 26. Dezember, Wald am Gaunsee. Das hat der Gamschow. Hey, Inspektor Gamschow. Hey, der Butter ist heute. Ja, was ist mit dem? Ich wollte eigentlich sagen, das so. Aber das war ja gar nicht. Obwohl die erstmal gerettet haben dürfen. Ich wusste nur nicht, wie ich ihnen dafür danken soll. Verstehen Sie? Danke. Wir reden mit ihnen
über den morgigen Prozess. Inspektor Gamshow, haben Sie eine Idee, welche Strategie vom Karma morgen verfolgen könnte? Die Torch hat wieder noch einen Zeugen aufrufen. Noch einen Zeugen? Richtig. Das hat er ja heute während der Verhandlung erwähnt. Es gab zwei Zeugen. Toll gesagt. Ich habe mich gefragt, wer dieser andere Zeuge sein könnte. Wer ist es denn? Tut mir leid. Ich würde Ihnen gerne helfen, aber ich bin nicht befugt, diese Information freizugeben. Stimmt ja. Ankläger Miles Edgeworth. Ah ja, richtig. Ich wollte Sie ja noch etwas über Edgeworth fragen. Was stimmt? Fürchtet er sich vor Erdbeben? Davon habe ich ja gar nichts gewusst. Herr Edgeworth spricht nicht viel über sich selbst, verstehen Sie? Aber eine Sache ist schon klar, dass er Verbrecher so sehr hasst, dass er Anwalt geworden ist, dass er sich vor Erdbeben fürchtet. Hätte alles mit diesem Fall angefangen. Dem Fall Dill Edgeworth 6? Jo, genau, mit dem. Vor 15 Jahren, als er mit seinen eigenen Augen wie sein Vater erschossen wurde. Das tut mir immer noch sehr weh. Das kann man in deinen Augen sehen. Jetzt zu Maya Fey. Ich wollte mit Ihnen über Maya Fey reden. Hä? Ist sie noch nicht gegen Katharina lassen wollen? Das ist seltsam. Ich habe Ihnen gesagt, dass sie gehen lassen sollen, sobald der Bericht fertig ist. Oh Mann. Ich weiß ja nicht, was heute im Gerichtssaal passiert. Ich wäre, wenn sie nicht gewesen wäre. Mit anzusehen, wie sie vom Gerichtsdiener rausgezerrt wurde. Ganz ehrlich, Junge, das hätte ich Tränen in den Augen. Edward, er war so gerührt, ich habe seine Lippen zittern gesehen. Wirklich? Der eiskalte Edward? Er war ja ehrlich dankbar für das, was sie getan hat, wissen Sie? Ich begebe mich jetzt wieder im Polizeirevier. Ich besorge mir den Bericht über Maya und hole sie so schnell wie möglich heraus. Vielen Dank. Ach, einen Moment noch. Ich habe mich gefragt, wie hoch die Kaution wohl ausfällt. Mann, ich habe keine Sorgen, meine kleinen Gedanken. Herr Edgeworth unterliegt den gesamten Betrag. Was? Herr Edgeworth? Habe ich Ihnen das nicht gesagt? Wir sind sehr dankbar für das, was sie getan hat. Nun, Junge, vergessen Sie nicht, sie nachher abzuholen, okay? Vielleicht kriege ich Edgeworth dazu auch die Miete zu zahlen. Ja, das ist nicht so zu sagen, dass er das auch macht. Dann gehen wir mal zu Goatsee am Eingang. Dann gehen wir zur Strafanstalt und holen jetzt Maya endlich mal zurück. Strafanstalt, Besucherraum am 26. Hey, Nick, endlich bist du da. Sie sind gerade mit dem Papierkram fertig, dann gehen. Endlich frei, hä? Sie waren richtig gemein beim Verhör. Sie haben so gefragt, okay, was haben Sie denn diesmal angeknallt? Als wäre ich irgendeine Kriminelle. Kannst du dir das vorstellen? Nun, letztendlich haben Sie dich aber doch gehen lassen, nicht wahr? Hm. Oh, da erinnere ich mich an etwas. Danke für die Kaution. Bedank dich bei Edgeworth. Hä? Er hat die Kaution für dich hinterlegt. Hat gemeint, er wäre dankbar für das, was du getan hast. Das hat Edgeworth getan. Da bin ich Ihnen aber was schuldig. Müssen diesen Fall unbedingt gewinnen, Nick. Können wir nochmal was reden? Ja, was tun? Wir gehen mal, wir reden mit dir. Was sollen wir tun? Was sollen wir denn deiner Meinung nach als nächstes tun? In Sachen Hinweise sind wir nicht mehr sicher, bestimmt. Wir können ja zu dem Pfad fahren und nach Gaudi suchen. War nur Spaß. Als ob irgendwelche Hinweise sein sollten, ist der Park keine schlechte Idee. Was meinst du? Sollen wir zum Park fahren? Ja gut, dann gehen wir zum Park. Aber ich will noch mal kurz zur Kriminalabteilung. Edgeworth das geklärt hat. Gamshow das geklärt hat. Aber da ist nichts. 26. Dezember. Gaudsee Park, Allgäu. Weiß ich nicht, wie viele Polizisten da stehen? Sie sind wohl im Revier, um am Fall Edgeworth zu arbeiten. Hm. Hallo auch. Hey, da ist Nata. Heute haben sie es wirklich geschafft. Was haben wir jetzt wieder verbrochen? Nee, ich beklage mich ja nicht.
Sehen Sie, ich habe etwas nachgedacht, ein wenig Selbstreflexion sozusagen. Ich habe erkannt, dass man als Zeuge eine mächtig große Verantwortung trägt. Aber ich bin da einfach hineingegangen und habe drauf losgeschnattert. Lotta. Verstehen Sie, ich will es wieder gut machen. Wieder gut machen? Dann befragen wir Sie mal. Heutiger Prozess. Was haben Sie von dem Prozess gehalten? Ehrlich gesagt habe ich es fast nur getan, um zu sagen, ich war mal Zeugin, obwohl ich nicht wirklich etwas gesehen habe. Ich habe mir aber selbst irgendwie eingeredet, ich hätte etwas gesehen. Es tut mir leid, ich weiß, ich habe Ihnen allen einen Haufen Ärger gemacht. Nun, das Geständnis ist Ihnen ein vages, kniffliges, kleines Ding. Ja, das weiß ich jetzt nur zu genau. Wenn ich das nächste Mal Zeuge bei einem Mord bin, werde ich gewappnet sein. Richtig. Sie meinen, wenn sie zum ersten Mal Zeugen eines Mordes wird? Gaudi! Was ist aus Gaudi geworden? Ach ja, nur ich denke, der Prozess schnürt nur die Flamme des Gaudi-Fieders. Ich werde mein exklusives Foto bekommen und eine kommenhafte Karriere machen. Sehr gut, Arthur. Auf geht's, Mädchen. Ich wünsche, ich könnte auch Enthüllungsfotografin werden. Mach doch erstmal deine Ausbildung zum Medium fertig. Denk doch nicht immer an den tausend Sachen. Wiedergutmachen. Lotta, was meinst du mit Wiedergutmachen? Nun, wissen Sie, ich habe nämlich Informationen für Sie, so und so. Was? Dieser von Karma wollte nicht, dass ich Ihnen etwas darüber sage. Welche Information? Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Verstehen Sie? Ich dachte, wir könnten mal einen kleinen Tausch machen. Tausch? Ich dachte, Sie wollten etwas wieder gut machen. Genau. Ich schlage Ihnen einen kleinen Tausch vor, um es wieder gut zu machen. Was? Information gibt es nicht im Sonderangebot, mein Freund. Ja. Ich sehe doch, dass Sie denken, wie einfältig dieser Landteil doch sind. Es steht Ihnen förmlich ins Gesicht geschrieben. Glauben Sie mir, Frau, der Großteil der Mannbevölkerung ist viel raffinierter als ich? Ich bin nur für eine Ausnahme, okay? Nun, was ist jetzt? Sind wir ein Geschäft oder so? Oder nicht, oder doch? Was machen wir, Nick? Ja, die Information brauchen wir. Ich denke mal, wir sind im Geschäft. Wir haben keine anderen Spuren, also haben wir gar keine andere Wahl. Okay, wie viel? Hä? Sind Sie bereit, jetzt sämtliche Schrauben zu lockern? Ich bin vielleicht nicht sehr raffiniert, aber ich beraube doch keine Armen. Hä? Die einzigen fairen Gegenleiste für Informationen sind Informationen. Hören Sie gut zu. Ich brauche von Informationen über Gaudi. Was? Gaudi? Aber Gaudi gibt es nicht. Ich meine, möglicherweise existiert Gaudi gar nicht. Dann beschaffen Sie mir Beweise, dass es ihn nicht gibt. Ich werde vom Auto aus aufpassen, okay? Wenn Sie etwas entdecken, kommen Sie zuerst zu mir. Einverstanden? Einverstanden. Okay, bis später, Frau. Gott im Himmel. Jetzt müssen wir noch tauschen. Okay, Nick. Dann mal auf die Jagd. Jagd? Du meinst doch wohl nichts. Das nicht ernsthaft, oder? Gaudi? Aber natürlich. Was ist mit Edgeworth? Wir suchen Gaudi doch für ihn, Nick. Kapierst du das nicht? Kapische? Okay. Und wie sucht man nach einem imaginären Ungeheuer? Vielleicht können wir ja einen Experten für Monstermythen auftreiben. Das sollte mir besser wirklich. Wir gehen mal am Strand vom Gautier. Vielleicht entdecken wir da was. Okay, was ist denn da für eine Puppe? Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Was ist denn das? Der ist die Samurai, Nick. Oh, hi, Maya. Larry, was soll es denn das? Oh, das war die Idee von meiner Mädels Kianz. Sie gemeint, wenn du das hier ausstellst, wäre das irgendwie richtig cool. Sie hat mir das zusammen mit dem Spruchband gegeben. Wow, das ist ja richtig toll. Das
sie die für dich gefunden hat. Nun, sie kennt einen Haufen Leute. Die Serie ist ja jetzt vorbei, deshalb hat sie umsonst bekommen. Okay. Dann würde ich mal sagen, hier beenden wir den Part. Den ersten. Von der langen Aufnahmesession. Im nächsten Part werden wir mal Larry ein bisschen auseinanderpflücken. Bis dann und ciao, Leute.